Ólafur Arnalds hat gerade seine dritte Grammy-Nominierung bekommen. Das ist ein Multi-Instrumentalist aus Island, der unfassbar ruhige Musik macht. Das ist super schön. Das sind so Klangwelten, die dich wirklich in diese andere Welt mit abholen. Und was der ganz oft benutzt, das ist ein Klaviersound, und zwar Felted Piano. Das ist eigentlich nichts anderes als ein weiterer Filz vor den Saiten von einem Klavier. Und das will ich heute auch mal probieren. Ich habe nämlich praktischerweise da ein Klavier stehen. Vielleicht kriegt ihr es ja auch hin mit diesem Felted Klang, mit dem Filz vor den Saiten. Das hier ist mein Klavier. Das ist ganz alt. Das habe ich von meiner Uroma geerbt bekommen. Das ist von Fuchs und Möhr. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Angeblich ist es irgendwie so ein altes DDR-Ding. Es hat halt einen super dunklen Klang, was ich an dem total gern mag. Es lässt sich nicht mehr so hundertprozentig stimmen, aber genug für meine Art von Musik. Und ich mag halt diesen Charakter. Es ist einfach, es bringt einen sehr dunklen, ganz leicht ungestimmten Charakter mit sich. Der aber einfach, der, ich finde, der ist super schön. Das ist mir für so Musik, die ich mache, viel lieber als irgendwie so dieses ganz cleane. Genau, was man hier oben sehen kann, das ist wie bei allen Klavieren eigentlich überall das Gleiche. Das ist halt ein, das heißt Upright Piano, vor allem deswegen, weil halt die Saiten hochkant hier drin sind. Bei einem Flügel, das wäre dieses Riesenvieh, was man auf Konzertbühnen öfter mal sieht, da sind die Saiten flach. Um es mal zu erklären, wir haben hier so kleine Hämmerchen und die hauen an die Saiten dran und lassen sofort wieder los und dadurch kommen die Saiten in Schwung und dadurch wird der Klang erzeugt. Und was dieses Felted Piano, was das Filz macht, ist nichts anderes, als dass quasi zwischen der Saite und dem Hammer ein Filz kommt. Einfach ein dünner Stoff, der halt den Hammer so ein bisschen abfedert, dass es nicht so einen klaren Anschlag gibt, sondern es ist irgendwie halt so ein bisschen verweichlicht alles, ein bisschen weicher vom Klang. Und das versuche ich heute mal hinzukriegen. Wir haben hier, wie gesagt, die Hammer und danach hinter haben wir so 4-5 cm Platz und da muss irgendwie halt dieses Filz hin. Erster Weg ist ausmessen, zum Baumarkt fahren, irgendwie das Holz sich organisieren, überlegen, wie ich das da überhaupt drauf baue und dann mit dem Stoff gucken. Also Schritt 1, ausmessen, gucken, wie man das überhaupt machen würde. Gott sei Dank ist das Ding alt und guck mir. Scheiße. Mach keinen Scheiß mehr, mach's nicht kaputt. Mach's nicht kaputt. 126. Folgendes. Stell dir vor, wir haben hier das Klavier. Das sieht dann nämlich so aus. Dann haben wir hier und hier jeweils diese Aufhängung, wo quasi der ganze Apparat drin sitzt und haben diesen riesen Apparat hier unten drunter, wo die ganzen Hammer drauf sitzen. Ne? Das sind quasi die ganzen einzelnen kleinen Hammer. Und wir haben oben drüber hier sind die ganzen Saiten. Und die Hammer da, die hauen dann auf die Saiten drauf. Und beim da und da so eine Aufhängung. Was meine Idee ist, dass ich von hier nach hier einfach ein Holzbrett packe. Das sitzt dann hier so drüber und dann hängt von diesem Holzbrett da runter der Filz. Kann man alles sehr schlecht erkennen, aber im Prinzip hängt dann hier so ein Filz von diesem Holzbrett runter. Und wenn man dann hier die Aufhängung, also ich zeig's mal, wie das Holzbrett gedacht ist, wir haben dann hier und hier so eine Aufhängung. Man könnte das Holzbrett ja so quasi über diese Aufhängung drüber machen und macht dann hier und da einfach so Einsparungen. Das sieht dann irgendwie, also da so eine Aufhängung. Dann geht das Holzbrett weiter und da genau drin sitzt dann halt diese Nupsi da vom Klavier. Das versuche ich jetzt auszumessen. Ich brauche erstmal quasi den Abstand von diesen beiden Geschichten. Und dann brauche ich den Abstand quasi von hier, von dem Ding, wie weit runter es geht, bis dann hier irgendwo der Hammer sitzt, der dann da drauf haut. Ich kann nicht zeichnen. Ich hoffe, ich habe es euch so halbwegs erklären können. Ich probiere es mal aus. Ein Gefusche schon wieder, aber das wird schon irgendwie alles laufen. Maximal 3 cm. In meinem Kopf alles total simpel, wahrscheinlich alles völlig chaotisch später. Ich gehe jetzt zum Baumarkt, hol die Bretter. Ein S. Bohr die unten im Keller so ein bisschen an, dass die quasi hier auf diese Nupsis passen. Und renn dann in die Stadt und guck mal, ob ich da nicht irgendwie so einen Filz finde, den man da drauf packen kann. Ja, soweit der Plan. Also, die Latten habe ich schon mal. Ich säcke jetzt mal schnell zusammen. Ich habe unten eine komplett eingerichtete Werkstatt, aber da ist kein Licht zum Filmen. Also trage ich den ganzen Scheiß nach oben und muss halt dann hier saugen. Beziehungsweise nicht ich, sondern Oliver, mein Staubsaugerroboter. So, also. Säge, Schmirgelpapier für danach. Auch so ein Ding für danach. Ein Bleistift zum Zeichnen, das ist schon mal gut. Los, nichts kaputt machen, Fredo. Wünsch mir Glück. Passt so theoretisch, aber ich zeige das mal schnell. Ne? Die Leiste liegt jetzt hier wirklich so auf. Ne, die ist da, ein bisschen Platz noch. Auf der anderen Seite liegt die auch auf. Wunderbar. Hier unten drunter haben wir die Hämmerchen. Ne? Und das ist die Idee, da quasi hinter die Hammer einen Filz zu packen. Der wird dann da an der Rückseite festgemacht und der wird dann da so runterhängen. Jetzt muss ich nur hier und auf der anderen Seite irgendwie so ein Loch reinbauen. Kein ganzes Loch, sondern vielleicht nur so ein Halbloch, Halbkreis, damit es halt hier so aufsitzt und nicht so rumrutschen kann. Das Meißner muss ich schnell anzeichnen, wo, und dann passt das. Und ich will es möglichst weit hinten haben, glaube ich. Ja. So,
beiden Seiten jetzt einfach das gleiche, das auf der anderen Seite das Loch nochmal genauso reingemacht. Ich kann das jetzt hier so andrücken. Jetzt ist das schön fest drin, ich zeige es euch mal im Detail. So, ja, das sitzt da quasi auf dem Ding drauf. Dahinter kommt jetzt das Filz. Das Filz hängt dann einfach runter und hängt dann da dazwischen. Das ist die Idee. Also jetzt Filz kaufen gehen. So, also ich habe den Stoff dabei. Zwei verschiedene Sorten. Jetzt teste ich mal gleich einfach durch anhalten, welche denn für den Moment besser klingt. Ich habe jetzt zwei von diesen Holzbalken gebaut, aber ich glaube für heute mache ich einfach nur erstmal einen fertig. Guck mal, was besser klingt. Das sind zwei verschiedene Stoffe. Einer ist ein bisschen dicker, einer ist ein bisschen dünner. Das ist auch einfach so ein bisschen anderer Stoff. Muss ich noch zuschneiden. Aber ich halte einfach erstmal dran und guck mal, was es hier denn klingt. Ob es dann da große Unterschiede gibt oder nicht. Ich hätte mir ein bisschen mehr Dämmung erhofft, aber kann ja noch kommen. Auch im Zweifel einfach zwei Lagen nehmen. Ne? Jetzt haben wir hier den Stoff. Der ist halt schon gleich so viel größer, dass warum ich das jetzt hinkriege. Der gefällt mir besser. Der dämpft mehr. Wunderbar. Also muss ich so noch davon was abschneiden. So, also Schere holen und irgendwie versuchen halbwegs gerade zu schnibbeln. So, haben wir. Hier ist unser Streifen. Hätte man auch schöner machen können, aber ja, was soll's. Ich schneide jetzt hier noch so ein Stück, was über ist, ab und dann haben wir's. Das ist so ein harter Krampf, das gibt's ja gar nicht. Also Filz, cooler Stoff für Klang. Beschissener Stoff zum Arbeiten. Ach komm, scheiße, geh ab. So, oh, ist das krumm. Oh, das ist so krumm. Egal. Jetzt hole ich mir schnell meinen Schusstacker aus dem Keller, tacker die ganze Scheiße fest, pack's aufs Klavier und spiel endlich. So, ich mache das jetzt hier vorne dran fest, an der vorderen Seite, schlag's einmal um und dann bin ich soweit. So. Wie ging das Ding hier nochmal? Ach so. Jetzt drehen wir das Ganze einmal um. Ah, ich bin so blöd. Sind ja gar keine 8 cm mehr. Ich brauche viel mehr dann. Oh nee, wenn ich das umschlage, dann haben wir ja 8, 2 auf der einen, 2 auf der anderen. Und das ist ja viel zu wenig jetzt. Oh nee. Muss ich das nochmal alles aufmachen, oder? Ah, oh, hält alles nichts. Dann muss man zu dem Mittel greifen, was alle Handwerker immer dabei haben sollten. Und zwar die Kuchengabel. Gott sei Dank habe ich da jetzt nicht alle 4 cm irgendwie schon mal so ein Tacker reingesetzt, ne? Das wäre jetzt ärgerlich gewesen. Siehst du, unter all den Dummen bin ich noch der Schlauste. Das ist wahrscheinlich auch gelogen. So, jetzt. Der gleiche Scheiß andersrum nochmal. Jetzt lass mich überlegen, wenn ich so hinpacke, es passt. Also, kein Scheißbaum, das muss so liegen. Das ist dann oben, da muss ein bisschen näher dran. Das kann dann ein bisschen mehr so. Okay, jetzt tacke ich es nochmal fest. Wünscht mir Glück. So, jetzt testen wir das Ganze am Klavier. Perfekt, dann haben wir das doch. Okay, nice. So, nicht ganz 100% perfekt. Das muss ich noch mal so ein bisschen schicker machen. Aber der Klang ist schon da, den ich wollte. Und zwar haben wir jetzt einfach hier die Hammer. Und die Hammer, bevor die auf die eigentlichen Seiten hauen, hauen die erst in den Filz rein und dann auf die Seite. Und das macht halt, dass es halt so klingt. Auch wenn ich relativ laut spiele, ist halt ein super weicher Anschlag. Cool, dann haben wir das auch schon mal. Sehr gut. Also geht jetzt ans Musikmachen, würde ich sagen. Gucken, was ich da irgendwie. Oh, das kann man hier bewegen. Schau an. Gibt's da schon eine Pedale für? Ah, ja, okay. Eigentlich sollte ich das wissen, als klassische Musiker machen. Und so Pedal 1 ist für nicht abdämpfen lassen, dass man, nachdem man losgelassen hat, den Ton weiter klingt. Und der andere ist, um die Hammer ein bisschen näher ranzuholen, dass sie ein bisschen leiser klingen. Ein bisschen weniger Weg zurücklegen müssen und ein bisschen. Vielleicht wäre das auch dann so die ultimative Version. Also die Hammer dran fahren und dann das. Cool. Soweit dazu, war wieder völlig chaotisch, war auch vielleicht nicht anders zu erwarten. Trotzdem vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns nächste Woche Mittwoch für ein neues Video, wie immer. Keine Ahnung, was das wird. Gibt auch ein paar Studiotouren bis Ende des Jahres. Ja, bin ich sehr gespannt. Ansonsten sehen wir uns, wie gesagt, nächste Woche wieder Mittwoch, wie immer, für ein neues Video. Danke fürs Zuschauen. Bis dann. Ciao.
Ja.